So, einen Moment. Ich muss noch mal kurz hier mit der Kamera diese schöne Aufnahme und so zoomen. Ja, also, hi liebe Leute mal wieder und zwar jetzt ein Marks Meinung Video, also meine Meinung. Kennt ihr ja mittlerweile die Kategorie, habe ich angefangen letztes Jahr mit dem Thema machen E-Bikes faul. Natürlich schön kontroverses Thema. Ihr wisst ja, meine Meinung ist dann meistens etwas moderater. Ja. Und zwar auch in dem Fall, also es geht um das Thema, machen Instagram und Co., also auch Facebook, soziale Medien, also mehr nutze ich jetzt auch nicht, machen die das Biken kaputt. Dein eigenes Biken für dich. Und ich wollte jetzt mal ein paar Punkte hier so einbringen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, wie das für euch ist. Welchen Einfluss hatte Instagram jetzt für euch? Seht ihr das eher als Bereicherung, als Belastung? Oder inwiefern? Was sind da für euch die Vor- und Nachteile? Wie nutzt ihr das überhaupt? Genau, und dann fange ich mal bei mir an. Und zwar, ihr wisst natürlich, ich arbeite ja auch im Mountainbike-Medienbereich. Also Fahrradmedienbereich bei Velo Total. Und natürlich mit YouTube hier. Und so weiter. Und da ist natürlich, ja, wenn man da arbeitet, sind Social Media Sachen sind eine Pflichtveranstaltung. Gehört quasi auch zur Arbeit hinzu. Und sag mal, Bike-Profis oder sag mal Influencer oder so, die können ja selber entscheiden, wie viel Privates sie da mit reinbringen oder wie viel sie da eher so die thematische Ebene bedienen mit Mountainbikes und Fahrrädern. Ja, das seht ihr ja bei mir dann auch, dass das so ein. Ich mach da keinen Hehl raus, dass ich auch Vater geworden bin und dass ich so ein paar Ansichten habe bezüglich der Lage der Welt. Aber viel im Fahrradbereich. Also ihr seht schon, das ist so meine Pflichtaufgabe. Und da sind wir jetzt am Punkt. Wenn man das quasi so betreibt, einen Instagram-Kanal, dann hat man natürlich immer diesen Gedanken, ich muss Content liefern. Und ich finde, Content liefern finde ich noch irgendwie harmlos und ganz cool. Ich muss mich dann auch mal wieder daran erinnern. Aber Stories finde ich schon schwierig. Also viele Leute machen echt viele Instagram-Stories und das hat einen großen Stellenwert. Das gucken viele Leute. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich sage, das kann einen wirklich so ein bisschen das Biken irgendwie ja nicht kaputt machen, aber ich finde es irgendwie dann eher lästig. Wenn du im Biken bist, also zum Beispiel hier, ich bin gerade hier im Wald hinterm Haus, da fahre ich meine Heimrunde immer. Um den Losenberg, ganz hier in Schwimm-Olsberg. Und da möchte ich den Kopf freikriegen. Ich arbeite ja auch schon so am Rechner oder mit der Kamera. Wenn ich dann jetzt wieder mit der Kamera hier überall hantieren muss und mir Gedanken machen muss, was liefere ich, dann will man doch quasi beim eigenen Biken, wenn du mal für dich Fahrrad fährst, woanders sein mit dem Kopf und nicht, schon wieder die nächste, oh guck mal, am Wegesrand, hier, das ist eine geile Story wert, Insta-Story oder so weiter. Das ist für mich so ein Punkt, ja, wenn ich im Hier und Jetzt sein will und biken will und die Natur genießen will oder der Adrenalin oder was, dann möchte ich nicht immer daran denken, was muss ich dokumentieren, was muss ich an Content liefern. Ja, und das ist natürlich jetzt die eine Seite der Medaille, aber es ist natürlich auch andersrum. Andererseits finde ich es sehr cool, dass quasi durch diese ganzen Social Media Sachen ist ja quasi der User selber zum Erschaffer geworden, also wie so ein Journalist. Du kannst jetzt oder ihr könnt jetzt da durch die Welt gehen und die Dinge, die euch beschäftigen, die ihr seht, zeigen, könnt eure Gedanken teilen, könnt euch selber mitteilen und könnt da auch viele Leute erreichen, was halt vorher irgendwie mal so einseitig war. Die Medien geben halt die Sachen raus und die anderen sind die Konsumenten. Das hat sich ja gewandelt, das finde ich sehr cool. Auch das zu nutzen, wenn jemand viel Reichweite hat und wichtige Themen anzusprechen. Ja, und natürlich ein Punkt ist auf jeden Fall dabei dann, dass man auch kreativ sein kann. Man kann humorvoll sein Instagram machen. Man kann, da hat er viele Möglichkeiten, man kann da rumspielen. Also das finde ich, das sind so positive Sachen. Jetzt ist die Frage mal an euch, weil mir fehlt da so ein bisschen die Perspektive. Ich mache das, wie gesagt, so eher beruflich, so eine Mischung. Natürlich interessiere mich ja auch für alles privat, aber trotzdem hat es so einen beruflichen Rahmen auch. Es gibt ja viele, die machen auch privat Instagram. Nicht, weil sie Geld verdienen oder weil sie irgendwelche Produkte gratis kriegen wollen von Firmen, sondern weil sie irgendwie gerne ihr Leben mit anderen teilen. Also, das ist meine Frage an euch. Was macht ihr da? Was inspiriert euch? Ist das egal, ob ihr jetzt 200 Follower habt oder ob ihr 2000 oder 20.000 habt? Habt ihr da Ziele oder macht ihr das frei von der Leber weg? Das geht mir so ein bisschen ab, die Perspektive, weil ich ja selber
das nicht mache. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur privat unterwegs wäre und nichts veröffentlichen würde als YouTuber oder als jemand, der Artikel schreibt oder Videos dreht im Bike-Bereich, da weiß ich gar nicht, würde ich wie viele auch einfach nur einen Account haben und mir gerne Sachen angucken, aber selber nichts posten, weil, ja, da sehe ich vielleicht keinen Bedarf. Ich kann es nicht so genau sagen. Deswegen interessiert mich ja eure Meinung. Ich habe jetzt in einem Magazin gelesen, was mich nochmal motiviert hat, das Thema, was ich schon so lange jetzt ansprechen wollte, nochmal für euch jetzt hier in diese Kategorie Marks Meinung reinzubringen. Das fand ich interessant. Da stand drin, dass die nicht nur dieser Punkt, man will Anerkennung, das Menschlichste der Welt, man will Anerkennung, dass man, ja, wenn ihr zum ersten Mal im Bikepark den hohen Drop gemacht habt und ihr postet das und ihr kriegt dann von euren Buddies, die vielleicht in München wohnen, die ihr nur selten seht, dann sagt, ey, geil, dass du das gemacht hast. Das gibt einem ja so auch nochmal, ja, Anerkennung ist einfach was einem gut tut. Manche übertreiben es, dass sie danach so suchen, aber es tut jedem. Jeder hört das gerne. Lob, was Positives. Da wurde halt auch gesagt, was total interessant ist, finde ich, in dieser Forschung über diesen Einfluss von sozialen Medien, dass viele das auch nicht nur wegen der Anerkennung machen, sondern ein großer Faktor ist auch, du kannst dir ein Bild von dir selber erschaffen, das hast du komplett in deiner Hand, wie du es magst. Also ob jetzt dein perfektes Ich ist oder ob du bewusst Makel einstreust oder so, aber die Leute sehen dich so in deinem Instagram, wie du es halt vorsiehst, weil du kannst ja bestimmen, was du postest und was du nicht. Und ob du jetzt da entscheidest, auch mal die schlechten Tage zu posten oder deine kritischen Meinungen und nicht nur, hey, mir geht's gerade gut, ich genieße gerade das Biken. Ja, das sind so ein paar Themen. Vielleicht könnt ihr ja nochmal eure Meinung reinwerfen. Was haltet ihr davon, dass jetzt Influencer quasi auch im Mountainbike-Bereich wichtig werden? Also Leute, die sehr erreichbares Fahrkönnen haben. Nicht wie so ein Bike-Profi wie Danny McGaskill, wo jeder weiß, okay, das ist natürlich geil, den folgen auch viele, weil der kann einfach fahren wie ein junger Gott. Es gibt aber Leute, die fahren gar nicht so toll. Und was heißt so toll, das klingt jetzt sehr wertend, aber so spektakulär, sondern die fahren eher so normalen Hobby-Niveau. Aber die sind sehr sympathisch und teilen so ihre Progression, wie sie sich verbessern. Ihre Erlebnisse teilen die alles mit und die haben sehr viele Follower und werden dann auch von der Industrie. Vielleicht kriegen die dann von Fahrradmarken oder so Budget, was vielleicht vorher an Rennfahrer oder Rennfahrerin gegangen wäre. Ich will es nicht zu lang machen, erzählt mal eure Meinung. Das war jetzt so mein Fazit. Übertreibt es nicht mit Instagram und so, lebt im Moment. Aber wenn das ein schönes Hobby ist oder wenn das Spaß macht, da Content zu machen oder wenn ihr da vielleicht irgendwo mal wohin hin wollt, wenn ihr da Ziele habt, ihr merkt, hey, das läuft so gut, vielleicht habe ich dann mal die so und so viele tausende Follower und kann damit auch was machen, um Material zu bekommen oder so. Genau. Ich danke fürs Zuhören und bin gespannt. Macht's gut, bis zum nächsten Video.